Und da ist er, der etwas zaghafte Alfred. Er gaukelt seinem Onkel den Besuch einer Irrenanstalt vor, um Geld für ein Fotostudio zu erhalten. In Wahrheit handelt es sich um die Pension Schöller. In der gleichnamigen turbulenten Komödie sind alle Figuren ziemlich überdreht. Reicht das? Was bringt die Zuschauer überhaupt zum Lachen? Der Frage bin ich schon lange auf der Spur. Also ganz genau sagen kann ich Ihnen das nicht. Das testen wir bei jeder neuen Inszenierung neu aus. Aber was Sie genannt haben, ne, Zoten, Situationskomik, feine Komik, das schon mal alles grundsätzlich ja. Das Wichtigste allerdings ist Timing. Timing ist bei den eingespielten Geräuschen, die passend zu bestimmten Gesten und Handlungen der Figuren immer wieder zu hören sind, wichtig. Sonst geht die Komik daneben. Die Schriftstellerin beispielsweise beißt mit ihren Zähnen. Dazu hört man eine alte Schreibmaschine. Toller Einfall. Ansonsten hält sich der ehemalige Hamburger Tatortkommissar Peter Jordan ziemlich zurück. Sie müssen diesem Rhythmus, den das Stück vorgibt, bedingungslos folgen. Sie haben also als Regisseur viel weniger Freiheiten als bei einem dramatischen Stoff. Worin liegen dann die künstlerischen Akzente? Nur eine worttreue Inszenierung also? Ja, aber doch auch viel mehr. Das ganze theatrale Beiwerk ist ins Comichafte überführt. Die Farben sind ein bisschen schriller, die Kostüme sind in ihrer Stofflichkeit vom Material her sowie von den Farben her auch ein bisschen dem angepasst. Ebenso das Make-up, was auch wichtig ist, also die Maske und die Perücken und alles, sodass es farblich schon so ein bisschen schriller in diese Ecke geht. Was comichafter, wir haben es auch noch ein bisschen angefüttert mit ein paar eingespielten Geräuschen. Auch manche gefühlige Klaviermusik, zu der die Schauspieler in Zeitlupe agieren, sind großartig, haben etwas Clowneskes. Turbulent heißt eben nicht, dass alle immer hektischer werden. Jordan kennt den Unterschied von Fernsehschauspiel und Theaterschauspiel. Man kann im Fernsehen und im Film auch ganz anders spielen. Man wird ja auch von der Kamera verfolgt. Man muss nicht nach außen produzieren, um über die Rampe zu kommen, die ersten 2 Meter. Man muss nicht laut sprechen, man kann leise sprechen. Das hier ist, was dann hier abgeht, ist teilweise ziemlich großer Blödsinn. Also richtig schon vorerst viel körperliches Arbeiten. Intendant Markus Müller hat mit Pension Schöller einen alten Mainzer Schwank auf den Spielplan gesetzt und mit Peter Jordan eine gute Besetzung gefunden. Die Inszenierung bietet traditionelle Komödienkunst mit einigen gekonnten Farb- und Tontupfern.